Königin Rania, in Tokio begeistert sie ihrem Sinn für Mode. In Tokio freuen sich sowohl Königin Rania, 52, als auch König Abdullah II, 61, und der gemeinsame Sohn Hussein bin Abdullah, 28, über den herzlichen Empfang des Kaiser Naruhito, 63, und der Kaiserin Masako, 59, im Kaiserpalast von Tokio. Besonderer Hingucker ist da bei allem die jordanische Königin, die ihre modische Expertise erneut unter Beweis stellt. Rania brilliert in einem spektakulären, grau-beigefarbenen Mantel. Die drapierte Kragenpartie, die sich fast wie ein integrierter Schal oder Kapuze um ihre Schultern legt, mutet dabei besonders spannend an. Leichte Ballonärmel, große Knöpfe und Taschen runden das ausgefallene Design ab. Zusätzlich wird die schlanke Taille der Jordanierin durch eine prunkvolle Gürtelschnalle in Gold perfekt betont. Das Design ziert eckige Komponenten, aber auch vier Galanteeknoten, die durch ihre Haptik fast schon kontrastreich zur fließenden Silhouette des Mantels wirken. Eine kognakfarbene Handtasche als auch elegante Pumps machen ihren modischen Auftritt komplett. Die royalen Looks der vergangenen Woche sehen Sie hier.